Hallo liebe Freunde des Rechts, ein frohes neues Jahr. Heute geht es um die Impfpflicht und zwar aus der juristischen Sicht und zwar aus der Sicht, wie ein Gericht über eine Impfpflicht entscheiden würde. Und das unterscheidet sich von der politischen Diskussion. Und die Art, wie argumentiert wird vor Gericht, ist auch unterschiedlich von der Art, wie Argumente abgewogen werden beim Gesetzgebungsprozess. Und vielleicht wird das dabei auch sichtbar. Vielleicht hat das einen Erkenntnisgewinn für den einen oder anderen. Denn was wir Juristen machen, ist nicht ein einerseits andererseits abwägen, auch wenn Justitia ja eine Waage trägt. Es geht nicht darum, dass wir eine Argumentationsbilanz machen, wo wir ganz viel in die Pro- und ganz viel in die Kontra-Seite werfen und dann abwägen, sondern es gibt Prüfungsschema. Es gibt Methoden, wie eine Rechtmäßigkeit überprüft wird. Und dabei muss einem bewusst sein, dass Gerichte nicht einfach nur es besser wissen oder ihre eigene Meinung anstelle der Meinung des Gesetzgebers setzen, sondern Gerichte überprüfen nur, ob das Ergebnis, das Gesetz, was dabei rauskommt, so sehr gegen gesetzliche Bestimmungen, insbesondere gegen die Verfassung verstößt, dass eine Rechtswidrigkeit, eine Verfassungswidrigkeit entsteht. Das heißt, innerhalb dessen, was zulässig ist, gibt es Spielraum und das ist die Politik. Allerdings haben wir es hier mit einem Thema zu tun, wo von allen Seiten immer wieder auch argumentiert wird, dass möglicherweise Freiheitsrechte in unzumutbarer Weise beschränkt werden. Und an der Stelle möchte ich ein wenig aufklären und mich möglichst auch zurücknehmen mit einerseits der politischen Fragestellung und der anderen der wissenschaftlich-medizinischen Sicht. Denn die Sache ist schon kompliziert genug. Ich mache sozusagen hier nur das juristische Schema. Und das könnt ihr dann auffüllen mit euren eigenen Überzeugungen. Und wenn ihr beispielsweise wisst, dass die Impfungen tödlich und unwirksam sind, dann wird es dort auch die entsprechende Stelle in dem Schema geben, wo man das verorten und einsetzen kann. Insofern kann das ja auch eine Blaupause sein für denjenigen, der gegen eine Impfpflicht gerichtlich vorgehen will oder denjenigen, der ein Gesetz für eine Impfpflicht so gestalten will, dass es rechtlich halten wird. Wenn wir uns die Argumente anschauen, die in der Diskussion sind, dann haben die unterschiedliche Qualitäten. Aber ich möchte auf möglichst viele dieser Argumente eingehen. Zunächst einmal sollte ich aber das allgemeine Schema erklären, wie die juristische Prüfung stattfindet. Und das ist für die, die regelmäßig auf diesem Kanal sind, jetzt keine Überraschung. Wir haben in der materiellen Prüfung des Gesetzes die zwei Fragestellungen. Was ist das legitime Ziel? Und ist der Eingriff in das Grundrecht, und damit nehme ich schon vorweg, es gibt natürlich Eingriffe in Grundrechte, verhältnismäßig. Das legitime Ziel ist in dieser Frage ganz besonders wichtig, weil danach richtet sich, ob die Maßnahmen dafür auch geeignet, erforderlich und angemessen sind. Und hier habe ich auch schon mal ein bisschen ausgefüllt, was hier also potenzielle legitime Ziele sein können. Wenn man sich beispielsweise die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages anschaut, wird dort als legitimes Ziel genannt die Herstellung der Herdenimmunität. Und das ist insofern ein wenig putzig, denn Herdenimmunität ist das Ziel gewesen aus 2020, 2021 vielleicht. Aber eigentlich wissen wir, dass wir die Herdenimmunität nicht erreichen werden, nicht durch Impfstoffe und auch nicht durch Infektionen, dass also nicht so viele Menschen immunisiert werden, dass die Pandemie zum Erliegen kommt oder gar eine Ausrottung des Viruses entsteht. Oder die Zahlen, die dafür genannt worden sind, waren so hoch, dass sie mit den Altersklassen, für die es überhaupt Impfstoffe gibt, nicht erreicht werden können. Insofern führen wir es trotzdem auf. Herdenimmunität ist ein legitimes Ziel. Das wäre schön, wenn wir die erreichen, weil dann haben wir mit der Pandemie nichts mehr zu tun. Aber die Maßnahmen, insbesondere die Impfpflicht, ist vermutlich nicht geeignet, um dieses Ziel herzustellen. Also hier fehlt es schon an dem ersten Kriterium, weil man mit einer Impfpflicht und dem derzeitigen Virus, wir kommen natürlich auch noch gleich zu den verschiedenen Varianten, diese Herdenimmunität nicht herstellen kann. Dann gibt es zwei andere Ziele, die wichtig sind und die unterschiedliche Qualitäten haben. Nämlich einerseits, und das erscheint mir eines der wichtigsten Ziele, die Überlastung der Krankenhäuser, insbesondere der Intensivstationen, aber nicht nur der Intensivstationen und die sich daraus ergebenden Folgen, zum Beispiel eine Triage. Vor allem aber führt eine überlastete Intensivstation dazu, dass andere Patienten nicht mehr ordentlich versorgt werden können. Man spricht ja immer wieder von den aufschiebbaren, planbaren Operationen. Das sind aber nicht unwichtige Operationen, sondern das sind Operationen, die durch die Aufschiebung möglicherweise auch ganz erhebliche Gesundheitsbeeinträchtigungen verursachen, wo Menschen sterben, weil zum Beispiel der Tumor nicht rechtzeitig behandelt werden konnte oder wo bei Unfallsituationen nicht mehr
schnell genug reagiert werden kann. Also hier haben wir die Situation, dass eine Überlastung der Intensivstationen dazu führen kann, dass wichtige Rechtsgüter, insbesondere Leib und Leben von Personen, die zum Beispiel nicht die Entscheidung getroffen haben, ob sie sich impfen lassen oder nicht impfen lassen, betroffen sein kann. Das ist jetzt hier eine Besonderheit bei dem Ziel. Das Ziel, Intensivstationen, Krankenhäuser nicht zu überlasten, betrifft nicht nur, wie beim nächsten legitimen Ziel, diejenigen, die sich über eine Impfung entscheiden konnten, also die gesagt haben, ich nehme das Risiko in Kauf, sondern das betrifft alle Leute, geimpft, ungeimpft, Unfallopfer, Sportler, Krebspatienten oder dergleichen. Und ich nehme es gleich vorweg, mit diesem legitimen Ziel, wenn es ernsthaft gefährdet ist und wir ein Mittel haben, was dieses Ziel erreicht, kann man so gut wie alles rechtfertigen. Die Verhältnismäßigkeitsprüfungen, die wir haben für das Ziel, Intensivstationenüberlastung zu vermeiden, scheitert nicht an der Angemessenheit. Also selbst wenn wir tiefgreifende Eingriffe haben in Persönlichkeitsrechte, Freiheitsrechte und dergleichen, so hat die Rechtsprechung in den letzten anderthalb Jahren gezeigt, dass sie dem Ziel der Überlastung des Gesundheitssystems bereit ist, alle anderen individuellen Rechtsgüter unterzuordnen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, damit fange ich auch an, weil von dem Ziel hängt natürlich ab, wie viel dann auf der anderen Seite an Rechtfertigung notwendig ist. Ein drittes legitimes Ziel ist Verhinderung von schweren Verläufen und Tod, und zwar insbesondere von den Patienten, die ungeimpft sind. Hier haben wir also eine andere Zielgruppe. Das sind die Leute, die sich gegen eine Impfung entschieden haben. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, mit einer Impfung könnten wir diese Menschen vor schweren Verläufen, Gesundheitsschädigungen oder Tod retten. Und das kann ein legitimes Ziel sein. Auf dieser Ebene, ja, das ist ein legitimes Ziel. Es ist gut, Menschen zu schützen vor schweren Verläufen oder Tod. Aber die Frage, die sich dann später stellen wird, ist, rechtfertigt das die verschiedenen Eingriffe? Und da haben wir genau die Fragestellung, wenn wir nicht mehr mit einer Überlastung der Intensivstation rechnen müssen, sondern nur noch die Ungeimpften selbst schützen, sind dann die Maßnahmen geeignet, erforderlich, angemessen. Eine Impfpflicht, zum Beispiel eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, ist vielleicht geeignet, schwere Verläufe zu vermindern. Und für die Erreichung des Ziels kommt es nicht darauf an, ob man es absolut erreicht, sondern ob man überhaupt in deren Nähe kommt. Jetzt habe ich zwar vorhin gesagt, bei der Herdenimmunität haben wir ein Ziel, was wir nicht mehr erreichen können, aber da ist es so, dass ein in die Nähe kommen auch schon nicht hilft, weil der Herdeneffekt ist ja eben einer, der erst ab einem bestimmten Schwellenwert eintritt, weil man dann auch alle weiteren Infektionen dadurch verhindern kann. Wenn es einfach nur darum geht, wie viele schwere Verläufe man hat, kommt es nicht darauf an, dass man alle verhindert, sondern es reicht aus, dass man näher in diese Richtung kommt. Das ist insofern wichtig, weil immer wieder argumentiert wird, das reicht ja nicht aus, damit schaffe ich ja dieses Ziel nicht. Darauf kommt es nicht an, hat das Bundesverfassungsgericht auch wieder klargestellt in der Entscheidung zur Bundesnotbremse. Auch eine Näherung zu dem Ziel ist geeignet im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die Erforderlichkeit ist die Frage, ob es ein anderes, gleich wirksames, milderes Mittel gibt. Dieses Schlagwort mildere Mittel habt ihr immer wieder gehört. Das gehört zur Erforderlichkeitsprüfung. Gibt es etwas anderes, was genauso gut wirkt, genauso geeignet ist, aber weniger einschneidend ist? Und da kann man darüber streiten, ob zum Beispiel Lockdown-Maßnahmen weniger einschneidend sind. Das werden diejenigen, die betroffen sind, vielleicht anders sehen. Insbesondere die geimpften Restaurantbetreiber werden vielleicht sagen, also mir ist es lieber, wir haben eine Impfpflicht, anstatt dass wir wieder Restaurants und Schulen zumachen. Das kann also subjektiv durchaus unterschiedlich gesehen werden. Aber mildere Mittel können sein Anreize, können sein andere Maßnahmen, Schutzmaßnahmen, auch Maske tragen kann ein milderes Mittel sein, auch wenn das nicht besonders beliebt ist. Und da gibt es an der Stelle immer wieder das Argument, wieso beschweren wir uns über eine Überlastung der Intensivstationen, wenn ihr doch Intensivkapazitäten verloren habt, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich. Wir sehen doch, dass wir im Laufe der Pandemie immer weniger Intensivbetten haben. Hätte der Staat mal mehr Intensivkapazitäten geschaffen, dann hätten wir jetzt nicht dieses Problem.
Die Schaffung von zusätzlichen Intensivkapazitäten kann ein milderes Mittel sein, aber dazu muss es auch zur Verfügung stehen. Es muss also möglich sein, so kurzfristig auch zu wirken. Wobei, kurzfristig ist genau die Frage, auf welchen Horizont betrachten wir das? Und das ist wiederum entscheidend für die Frage, welches der Ziele verfolgen wir? Wenn wir nur akut die aktuelle Omikron-Welle versuchen zu brechen, dann wissen wir, dass wir durch Anreize, Anwerbeversuche wahrscheinlich nicht so schnell so viel Personal zustande bekommen, um vielleicht eine Überlastung der Intensivstationen zu vermeiden. Wenn wir allerdings die Sache perspektivisch betrachten und sagen, wir haben die Wahl, ob wir zum Beispiel mit geeigneten Maßnahmen mehr Personal aufstocken, um eine kleine Überlastung, eine kleine Unterdeckung zu lösen oder eine Impfpflicht einführen, dann kann es tatsächlich sein, dass wir an der Erforderlichkeit scheitern könnten. Viel wichtiger ist, und da spielt die Musik, ist die Frage natürlich bei der Angemessenheitsprüfung. Und zwar insbesondere dann, wenn wir nicht die Überlastung der Intensivstationen, sondern nur den Schutz der ungeimpften Patienten haben, die vor schweren Verläufen oder Tod geschützt werden sollen, sich aber frei dafür entschieden haben, dass sie nicht geschützt werden wollen. Und das spielt eine Rolle bei der Frage der Angemessenheit. Denn dort werden Rechtsgüter gegeneinander abgewogen. Bei der Abwägung, jetzt sind wir doch wiederum bei der Abwägung von Rechtsgütern wie bei einer Waagschale, da kommen tatsächlich die Rechtsgüter auf der einen Seite rein und die legitimen Zwecke auf der anderen Seite. Da spielt Selbstbestimmung, Eigenverantwortung tatsächlich eine Rolle. Wenn es nämlich nur darum geht, dass Menschen sagen, ich lasse mich nicht impfen, es ist mir egal und ich will mich auch nicht über alles informieren oder ich habe mich informiert und komme trotzdem zu einem Ergebnis, dass ich mehr Angst vor der Impfung habe als vor der Krankheit oder mir ist das alles nicht so wichtig, dann ist das eine Entscheidung, die tatsächlich respektiert werden kann. In Maßen, allerdings rechtfertigt sie möglicherweise nicht, Menschen dazu zu zwingen, zu ihrem Glück, dass sie sich impfen lassen. Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt, wenn das Bundesverfassungsgericht das auch so sehen sollte, dann könnte die Zulässigkeit der Impfpflicht davon abhängen, ob nur die zu impfenden Personen geschützt werden oder darüber hinaus auch ein Kollektiv, eine Gesellschaft, eine Infrastruktur. Und wenn Letzteres nicht gefährdet ist, kann es sein, dass eine Impfpflicht nicht angemessen ist. Spielt es eine Rolle, dass ein zum Beispiel 18-jähriger, kerngesunder, ungeimpfter tatsächlich vorbringen kann, dass kaum ein über die allgemeine Lebensrisiken hinausgehende Gefahr für ihn besteht, spielt es dann eine Rolle, wenn er sagt, für mich spielt es aber keine Rolle, weil ich bin nicht Gegenstand eines schweren Verlaufes. Ja, das spielt eine Rolle, wenn nur das legitime Ziel ist. Wenn es allerdings um die ITS-Triage und so weiter geht oder auch um die Frage der weiteren Infektionen, dann muss sich womöglich auch ein 18- oder 30-Jähriger gefallen lassen, dass eine Impfpflicht für ihn besteht, wenn nämlich seine Infektion dazu führt, dass er andere Personen infiziert und dadurch die Pandemie sich weiter bewegt. Aber jetzt haben wir Januar 2022, wir haben eine immer stärker werdende Omikron-Welle und wir wissen, dass Omikron tatsächlich durch Immunescape zwar stärker verbreitet wird, jedenfalls bei geimpften und anderweitig immunisierten Personen, aber möglicherweise einen milderen Verlauf hat als Delta. Das muss aber kein milder Verlauf sein. Und hier kommt jetzt die Stelle, wo wir nur die verfügbaren Daten verarbeiten können und wo wir wahrscheinlich im Laufe einer weiteren Pandemie, aber auch der wissenschaftlichen Forschung weitere Erkenntnisse haben werden. Deshalb müssen wir ein wenig mit Hypothesen arbeiten. Herr Drosten sagte im letzten Podcast von Anfang des Jahres, dass also nach den Studien ein großes Risiko nach wie vor besteht für die Ungeimpften, für die man sich Sorgen machen muss, dass die Hospitalisierungsgefahr 20% niedriger ist, aber zu 80% immer noch besteht und dass mit der großen Anzahl der Ansteckungen für diese Personen tatsächlich eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie auch auf der Intensivstation landen. Nicht nur die Ungeimpften, auch Geimpfte können dort landen. Sie sind nur ein wenig geschützt und zwar auch nur, wenn sie geboostert sind. Das setze ich mal als bekannt voraus und tu mal für einen Augenblick, als wäre das der aktuelle Stand der Wissenschaft. Wir wissen dann also bei Omikron, dass wir einen milderen Verlauf haben, aber wir wissen auch, dass, wie es die WHO sagt, in den nächsten 2 Monaten 50% der europäischen Bevölkerung mit Omikron in Kontakt kommen wird, sodass danach irgendeine Art von
Immunität durch Impfung oder durch Infektion stattfinden wird. Und dann stellt sich die Frage, ob zum Zeitpunkt der Impfpflicht tatsächlich noch dieses Risiko besteht. Denn mal angenommen, der Bundestag beschließt im Februar eine Impfpflicht. Realistischer wäre eher, dass es noch bis März dauert und dass sie dann in Kraft tritt, vielleicht auch mit weiterem Verzug im März, im April. Vielleicht gibt es da noch Übergangszeiträume. Und selbst wenn die Impfpflicht in Kraft tritt, dann bedeutet das nicht, dass zum ersten Tag des Inkrafttretens auch vollständige, nämlich dreifache Immunität gegeben ist. Das heißt, wir haben einen zeitlichen Verzug und es könnte sein, dass eine Impfpflicht sich auf das Infektionsgeschehen erst im Mai oder Juni auswirkt. Es sei denn, wir haben so Vorläufereffekte, dass aufgrund der sich abzeichnenden Impfpflicht schon jetzt die Leute loslaufen, sich impfen und boostern lassen. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie eine Diskussion um die Impfpflicht tatsächlich Auswirkungen noch auf die akute Omikron-Welle haben könnte. Aber zurück zur Abwägung. Wenn es so sein sollte, dass Omikron nach dem Mai nicht mehr zu Intensivstationen, Triage und Zusammenbrechen des Gesundheitssystems führt, dann haben wir nur noch den individuellen Schutz gegen schwere Verläufe und Tod. Und da sagte jetzt diese Woche der ehemalige Verfassungsrichter Di Fabio auch, dass eine Angemessenheit eben voraussetzt, dass man wirklich eine große Anzahl von schweren Verläufen und Tod hat. Wie viele das jetzt sind, das ist jetzt schwer zu beurteilen, aber tatsächlich könnte es sein, dass eine abebbende Omikron-Welle, eine endemische Virusvariante, es nicht mehr rechtfertigen würde, auf der Ebene der Angemessenheitsprüfung eine Impfpflicht durchzusetzen. Und das ist jetzt ein wenig bedauerlich für diejenigen, die eigentlich schon seit Jahren für eine Impfpflicht plädieren und miterlebt haben, wie aufgrund der großen Impflücke in Deutschland die Überlastung der Intensivstationen ja schon eingetreten waren. Denn das, was wir hier in Bayern erlebt haben, dass nämlich per Bundeswehr, Airbus, Intensivpatienten von Bayern nach Norddeutschland gebracht werden mussten, das war bereits eine akute Gefährdung des Gesundheitssystems und eine Überlastung der Intensivstationen. Das ist eine Situation, da hätte eine Impfpflicht auf jeden Fall eine Rechtfertigung gefunden. Allerdings bestand zu dem Zeitpunkt nicht. Und jetzt kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Impfpflicht tatsächlich eintritt, diese Notfallsituation vielleicht nicht mehr gegeben ist. Und das stellt uns dann vor die Frage, können wir für eine mögliche fünfte oder sechste Welle eine Impfpflicht einfach vorsorglich installieren? Können wir die Leute dazu zwingen, sich im Juni impfen zu lassen, weil man nicht genau weiß, welches neues Virus dann im Winter kommen wird? Es gibt ja auch noch Delta, was ja nicht von Omikron verdrängt wird, weil die Omikron-Infektion ja nicht zu einer Sterilität oder Immunität gegenüber Delta führt, sagt jedenfalls Herr Drosten. Das könnten alles Argumente sein, dass wir eine befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems dann wieder im Winter haben. Aber reicht es aus, dass das möglich ist? Oder wie sind die Anforderungen an eine solche Gefahr? Nun, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt einen Prognose- und Ermessensspielraum. Allerdings nur dort, wo wissenschaftliche Erkenntnisse nicht zur Verfügung stehen. Und da kommen dann wieder die Modellierer zum Zug, die heute natürlich nicht genau wissen, welche neue Virusvarianten aufkommen. Die können mit den heutigen Zahlen errechnen, wie es sich weiterentwickelt, aber oft genug erwiesen sich in der Praxis die Zahlen dann als anders. Sie waren deswegen nicht falsch, aber sie verliefen anders, weil eben Maßnahmen gegriffen haben, weil Menschen ihr Verhalten verändert haben. Und das macht es tatsächlich schwierig, Menschen im Mai zum Beispiel sich zu impfen mit einem Wirkstoff für Omikron oder für Delta, wenn für diese beiden Virusvarianten nicht sehr wahrscheinlich ist, dass eine Überlastung der Intensivstationen stattfindet. Sind wir dann schon im Bereich, wo die Verhältnismäßigkeit kippt, oder sind wir noch im Bereich, wo die Politik ein Ermessen ausüben kann? Das ist eine Frage, wo ich mir heute nicht anmaße, eine Prognose darüber zu stellen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, zumal noch einige Zeit vergeht. Es ist durchaus denkbar, dass ein Verfassungsgericht sagt, die Gefahr von schweren Verläufen und Tod reicht auch aus, wenn auch die Gefahr besteht, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Es gäbe aber sehr viele und gute Gründe zu sagen, die Impfpflicht ist ein so starker Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, in das Selbstbestimmungsrecht, dass es für eine Impfpflicht nicht ausreichen würde. Und so kommen wir vielleicht zu dem Ergebnis, dass eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht für alle, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo sie in Kraft tritt, bereits
unverhältnismäßig sein könnte oder sehr schnell angepasst werden müsste. Und das bedeutet für den heutigen Gesetzgeber, dass er sehr viele Mechanismen einbauen muss, um den aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Man könnte sagen, wie wäre es denn, wenn man einfach nur eine Vorsorge trifft für eine Impfpflicht, die dann vom Gesundheitsminister vielleicht noch mit Zustimmung des Bundesrates aktiviert werden kann. Nun, das haben wir schon. Eine solche Regelung ist im Infektionsschutzgesetz bereits enthalten. § 20 Absatz 6 sieht vor, dass das Bundesgesundheitsministerium per Rechtsverordnung ohne Beteiligung des Bundestages, ohne ein Parlament, eine Impfpflicht installieren kann, wenn Teile der Bevölkerung gefährdet sind. Warum gehen wir nicht den Weg über das Infektionsschutzgesetz? Es wäre schnell, es wäre sofort wirksam und es bräuchte keine Diskussion im Bundestag. Der wichtigste Grund dagegen liegt darin, dass der Bundeskanzler gesagt hat, wir wollen das nicht, wir wollen eine breite Diskussion führen. Das ist eine politische Entscheidung, das sollen die Politiker machen. Aus juristischer Sicht gäbe es durchaus die Möglichkeit. Es gibt allerdings zwei juristische Argumente, die man überwinden müsste. § 20 Absatz 6 sieht vor, dass bedrohte Teile der Bevölkerung geschützt werden müssen. Und dann ist die Frage, liegt eine Bedrohung überhaupt vor? Muss es so sein, dass quasi schon der Tod direkt unmittelbar bevorsteht? Oder was wird verstanden unter einer Bedrohung? Der Begriff Bedrohung wird ausgelegt über das Polizei- und Sicherungsrecht. Das bedeutet also, wenn eine Gefahr sich weiter realisieren würde, die zu einer ernsthaften Schädigung von Rechtsgütern führen würde, dann liegt eine Bedrohung vor. Eine Gefährdung von Rechtsgütern kann die Gesundheit sein, kann das Eigentum sein. Das ist also eigentlich nicht besonders viel. Also es muss nur irgendeine Beeinträchtigung einer Rechtsposition möglich sein. Dann haben wir eine Bedrohung. Und das ist bei einem Virus, was jeden Menschen befallen kann, an sich der Fall. Dann haben wir das zweite Problem, dass wir Teile der Bevölkerung haben. Die müssen also abgrenzbar sein. Und dann ist die Frage, gilt das dann für alle Menschen? Kann man sagen, alle über 18 sind bedroht? Nun, da hat man ja schon eine Abgrenzung, die klar ist, weil man eben eine Definition schafft, mit der man genau weiß, wer gehört dazu, wer ist bedroht oder wer nicht. Und da wäre die Altersgrenze eine Möglichkeit für eine solche Abgrenzung. Bedeutet also aus juristischer Sicht, dass man eine Impfpflicht schon heute über das Gesundheitsministerium installieren könnte, wenn, ja nur wenn, die Bundesregierung das wollte. Und das ist eine politische Frage, warum man diesen Weg nicht bestreitet, sondern lieber eine Diskussion führt. Und jetzt kommen wir auch zu einem Gesetzgebungsverfahren, was ja in Wirklichkeit gerade stattfindet. Die Bundesregierung hat gesagt, sie wird keinen Regierungsentwurf vorlegen. Das heißt, die Häuser, die solche Sachen erarbeiten können, die Kompetenz auch dafür haben, das zu formulieren, die Formulierungen in schönes Rechtsdeutsch zu packen, aber auch die verschiedenen Einwände dabei zu berücksichtigen, wissenschaftliche Erkenntnisse, das ist ja das Know-how, was in den Ministerien vorliegt, das wird hier nicht eingesetzt. Und das ist bedauerlich für ein Gesetz, was nicht so ganz trivial ist. Es gibt stattdessen Gruppenanträge aus den Reihen des Parlamentes. Und das sind dann politische Anträge, wie zum Beispiel der aus Reihen der FDP, die sagt, es soll gar keine Impfpflicht geben, stattdessen andere Maßnahmen. Eine Zeit lang sah es so aus, als würden einige Politiker, Abgeordnete aus der CSU einen Entwurf vorlegen, dann vielleicht aber auch doch nicht, weil man will nicht zu konstruktiv arbeiten, wenn eigentlich die Regierung die Arbeit machen soll. Ich finde das eigentlich ziemlich schade und beschämend, dass wir noch keinen Regierungsentwurf oder irgendeinen anderen Entwurf auf dem Tisch haben. Man bekommt beinahe den Eindruck, man hat es nicht so eilig und möchte nicht, dass wir jetzt in einer akuten Situation ernsthaft eine Impfpflicht installieren, denn man könnte es ja. Also die eine Möglichkeit wäre, über eine Rechtsverordnung des Gesundheitsministeriums die Impfpflicht zu installieren. Die andere wäre, wenn Herr Scholz als Bundeskanzler oder Herr Lauterbach als Gesundheitsminister im zuständigen Ressort einen Gesetzesentwurf vorlegt, der dann halt strittig diskutiert wird. Aber ein solcher Entwurf wäre sehr umstritten und es würde viel Widerstand geben und Leute würden auf die Straße gehen. Das sind politische Entscheidungen, keine juristischen. Was ich vorhin schon gesagt habe, durch den Zeitverzug kann es sein, dass eine Impfpflicht, die heute möglich wäre, weil nämlich die Rechtsgüter und legitimen Ziele der Intensivstationen, Überlastung des gesamten Gesundheitswesens akut wären, vielleicht in 4-5 Monaten, nachdem die Omikron-Welle über Deutschland drüber gelaufen ist, vielleicht nicht mehr relevant sind und nicht mehr angewandt werden können. Omikron kann man durch Impfungen versuchen, ein wenig abzumildern, weil eben geboosterte Personen
mildere Verläufe haben als Ungeimpfte. So sagt es jedenfalls die Wissenschaft. Wir sehen es noch nicht unbedingt in den aktuellen Hospitalisierungszahlen. Wir sehen es auch nicht an Südafrika und England. Allerdings haben wir da auch keine ungeschützten Bevölkerungsanteile, weil im Grunde die ganze Bevölkerung schon einmal eine Infektion erlitten hat. In Südafrika sieht man das allein schon an der Übersterblichkeit, dass dort die Leute schon gestorben sind, die vulnerabel sind, was in Deutschland nicht der Fall ist. Und das macht die Sache etwas schwierig zu vorhersagen. Betrachten wir jetzt mal ein paar einzelne Einwände, die gegen jegliche Art von Impfpflicht vorgebracht werden, damit wir einfach mal wissen, wie die Argumentation dazu funktioniert und die rechtliche Verortung. Zum Beispiel hatte ein Kollege auf YouTube gesagt, es gibt ja gar nicht genug Impfstoff. Die Inventur hat doch ergeben, dass viel weniger Impfstoff da ist als ungeimpfte Personen. Man kann nicht verlangen, was unmöglich ist, würde sozusagen dann an der Unzumutbarkeit scheitern. Tatsächlich wäre das ein Argument, wenn jemand aufgrund einer Impfpflicht sich versucht, impfen zu lassen, bekommt aber für die vorgesehene Zeit keinen Termin, weil nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht. Das könnte dann dazu führen, dass die Vorwerfbarkeit entfiele und kein Bußgeld verhängt werden soll. Im Augenblick sieht es aber nicht so aus. Auch wenn vielleicht nicht genug Impfstoff zur Verfügung stände, wenn sich jeder Ungeimpfte heute impfen und boostern lassen würde, so sieht es im Augenblick so aus, als würde jeder in zumutbarer Zeit einen Impftermin bekommen. Artikel 1 Grundgesetz, die Menschenwürde, sie ist unantastbar und das bedeutet, wenn wir dieses Grundrecht verletzen, dann gibt es keine Rechtfertigung. Und jetzt kann man sagen, wir haben deswegen eine Verletzung der Menschenwürde, weil hier Menschen zu Objekten degradiert werden. Da haben einige Leute argumentiert mit der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zum Luftsicherungsgesetz. Da geht es darum, Flugzeug wird gekapert, fliegt mit unschuldigen Passagieren auf ein Wohngebäude zu, darf es abgeschossen werden. Und weil man sagt, dieses Flugzeug ist eine Gefahr und die Menschen, die da drin wer sind Teil dieser Gefahr und dieser Waffe, dürfen sie abgeschossen werden, um ein größeres Unheil, zum Beispiel für die Allianz Arena, wo das Flugzeug hinfliegen könnte, abzuwenden. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das geht nicht. Wir dürfen nicht Menschen gegen Menschen abwägen, auch nicht zahlenmäßig. Menschen sind niemals eine Waffe oder ein Objekt. Ist das übertragbar auf die Impfpflicht? Wenn man sagt, nun ja, durch die Impfung kommen einzelne, sehr, sehr wenige Menschen vielleicht auch zu Schaden. Es könnte sogar sein, dass Menschen an einer Impfung sterben und die werden ja sozusagen geopfert für die anderen. Der Unterschied hier ist, man weiß nicht genau, wer profitiert oder leidet unter einer Impfung. Wir wissen nur, dass insgesamt die Bilanz positiv ist, aber das ist es beim Luftsicherheitsgesetz auch. Aber wir opfern nicht eine bestimmte, bestimmbare Person durch die Impfung zugunsten von anderen Menschen, jedenfalls nicht hinsichtlich des Lebens. Wir nehmen schon in Kauf, dass Impfungen zu Impfreaktionen führen und auch zu Nebenwirkungen und dass es einen gewissen Bereich gibt, der auch tatsächlich unbekannt ist, der zwar unwahrscheinlich, aber trotzdem nicht bekannt ist. Das nehmen wir in Kauf, weil diese Risiken vertretbar sind, weil wir sagen, die sind nach den wissenschaftlichen Standards sicher. Haben wir hier einen Eingriff in Artikel 1? Wahrscheinlich nicht, weil eben Menschen nicht objektiviert werden. Es wird zwar in Grundrechte eingegriffen, nämlich Artikel 2, das wird auch in dem Gesetz drinstehen, steht im Artikel 20 auch jetzt schon drin, dass also Artikel 2 hierdurch einen Eingriff erfährt, der jedoch, und das sieht die Verfassung eben vor, durch allgemeine Gesetze beschränkbar ist. Artikel 3 Grundgesetz, der Gleichheits- oder Ungleichheitsgrundsatz, kann verletzt sein durch eine Impfpflicht. Denn Artikel 3 sagt, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss, es sei denn, es gibt einen rechtfertigen sachlichen Grund dafür. Und jetzt kann man sagen, jemand, der 80 ist, hat eine andere Gefahr als jemand, der 30 ist. Für das Kriterium schwere Verläufe und Tod. Und da sieht man jetzt an der Stelle, wenn es darum geht, dass unser legitimes Ziel ist, einzelne Leute zu schützen, kann es durchaus sein, dass der Schutz für einen 18-Jährigen, der nicht adipös und nicht vorerkrankt ist, so unbedeutend ist im Vergleich zu einem 40, 50, 60-Jährigen, dass bei der Abwägung das Pendel vielleicht zulasten der Impfpflicht und zugunsten der Grundrechte des Individuums ausschlägt, dass also bei einem 18-Jährigen es vielleicht nicht angemessen ist, dass er 2 Tage Fieber hinnimmt. Oder eben doch, muss ein 18-Jähriger hinnehmen, weil er ja mit einer ganz, ganz geringen Wahrscheinlichkeit auch auf einer Intensivstation landen könnte, dass er sich impfen lässt. Das ist eine Frage, über die man trefflich streiten kann, denn es gibt Risiken, die wir hinnehmen.
Das bedeutet aber nicht, dass diese Risiken alleine der Maßstab dafür sind, was man auch hinnehmen muss. Das allgemeine Lebensrisiko, was man zum Beispiel hat bei einer normalen Influenza, und jetzt kommt dann doch wieder der Grippevergleich, das scheint etwas zu sein, wo man nicht verpflichtet ist, eine Impfpflicht einzuführen. Das bedeutet aber nicht, dass sie deswegen rechtswidrig wäre. Bisher ist aber unser rechtlicher Kompass, dass wir sagen, für eine Impfpflicht besteht kein dringender Bedarf, eine Impfpflicht einzuführen, jedenfalls nicht für jedermann. Und wenn man sagt, dass für einen 18-Jährigen ein endemisches Coronavirus genauso gefährlich ist wie eine Influenza, unter Berücksichtigung zeitlichen Aspekten, saisonalen Aspekten und so weiter und so fort, und Long-Covid spielt alles eine Rolle, wenn man zu dem Ergebnis käme, es hat die gleiche Harmlosigkeit oder gleiche Gefährlichkeit, dann kann es dazu führen, dass man sagt, es ist für diese Person nicht mehr angemessen. Das würde bedeuten, dass wir möglicherweise altersmäßig differenzieren müssten. Es ist durchaus möglich, dass ein Gericht sagen wird, wenn wir nur das Ziel haben, Verhinderung von schweren Verläufen, dass eine Altersdifferenzierung vorgenommen werden muss. Und da ist es ziemlich schwierig, genau zu unterscheiden, wo beginnt die Grenze. Ist es also für 30-Jährige zumutbar, für 40-, 50-Jährige? Wenn wir allerdings das legitime Ziel haben, Überlastung der Intensivstationen zu vermeiden, wo es also auch darum geht, die Inzidenz zu begrenzen, da sieht die Sache anders aus. Da trägt nämlich auch der 18-Jährige zum Infektionsgeschehen bei. Nicht, weil er auf der Intensivstation landet, sondern weil er das Virus weitergibt, weil er die Inzidenz hochhält und damit andere Leute anstecken könnten, die älter sind. Und ihr seht jetzt, es kommt also auf dieses legitime Ziel an. Wenn das Ziel Intensivstationen überlasten, vermeiden, nicht mehr relevant ist, dann wird die Abwägung hier wesentlich schwieriger bei der allgemeinen Impfpflicht. Da kann es notwendig sein, dass man gegenüber den jeweiligen betroffenen und gefährdeten Personen differenziert. Insofern kann Artikel 3 durchaus verletzt sein. Nächstes Argument. Der Staat muss erst einmal beweisen, dass die Impfstoffe sicher sind und dass wir tatsächlich die Gefahr haben. Dieses Argument hört man immer wieder und aus juristischer Sicht muss man dazu sagen, nein. Der Staat muss diesen Beweis nicht antreten, jedenfalls nicht den Vollbeweis und jedenfalls nicht in der Weise, dass man quasi erst abwarten muss, ob die Gefahr, vor der man sich schützen wird, tatsächlich sich realisieren wird. Da sind wir wieder bei dem Prognosemaßstab. Es bedeutet aber nicht, dass man Freischnauze alles wild entscheiden kann, sondern der Gesetzgeber muss die ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen ausschöpfen. Das heißt, er muss alle wissenschaftlichen Quellen ausgewertet haben. Wenn danach aber trotz angemessener Anstrengung nicht mehr ermittelbar ist, nicht mehr zu erforschen ist, dann darf der Gesetzgeber tatsächlich auch aus dieser Ungewissheit heraus eine Entscheidung treffen. Und das gilt einerseits für die Gefährdungslage, andererseits für die Sicherheit. Was die Sicherheit betrifft, wird ja immer wieder ins Feld geführt. Die Impfstoffe sind neu. Ja klar, die gab es vor 3 Jahren noch nicht. Die Technik ist nicht ganz so neu, aber sie sind nun mit einer bedingten Zulassung versehen, die also bedeutet, dass man die weiteren Entwicklungen weiter beobachten muss. Das ist also der Gegenstand dieser bedingten Zulassung. Wir haben keine Notfallzulassung in Deutschland oder Europa. Und das könnte jetzt als Argument dafür herhalten, dass man sagt, naja, die sind nicht sicher genug, da auf der Grundlage darf man keine Impfpflicht einsetzen. Ist juristisch nicht stichhaltig. Tatsächlich reicht die wissenschaftliche Erkenntnis nämlich mit dem, was wir wissen können, aus. Denn von dem, was wir sehen und was wir auf der Grundlage prognostizieren können, sieht es nicht so aus, als gäbe es ernstzunehmende Impfnebenwirkungen oder Spätschäden. Jetzt weiß ich, dass jetzt in Kreisen der Impfgegner argumentiert wird, dass es ja Datenbanken gibt, wo fatale Folgen dokumentiert wurden und die wurden bestimmt nicht alle sorgfältig genug überprüft. Jeder wird dann irgendeinen Fall kennen, den man gehört hat, von jemand anders, der ihn gehört hat, wo jemand schwerste Schäden durch eine Impfung erlitten hat oder gar gestorben ist und man findet darüber nichts in den Zeitungen, was der Beleg dafür sein könnte, dass diese Sachen nicht richtig untersucht werden. Wenn es so wäre, wenn es diese Fälle tatsächlich gab und in Wirklichkeit eine Kausalität bestünde, dann wäre das ein Argument, das müsste man vor Gericht dann tatsächlich vorbringen. Aber spätestens dann muss man vor Gericht auch Ross und Reiter nennen und sagen, wer ist denn jetzt wirklich gestorben und was war denn der Fall und wo liegt da die Ursache bei der Impfung. Wenn das dazu führen würde, dass man die Sicherheit der Impfstoffe tatsächlich erschüttern könnte, dann wären wir in einem anderen Spiel. Und das ist wahrscheinlich allein schon ein Grund, warum man natürlich die Impfpflicht gerichtlich überprüfen wird. Was ist mit der Durchsetzung der Impfpflicht? Der Kollege auf YouTube, Herr Anwalt, sagte,
Justitia hat ja zwei Dinge, was das auf der einen Seite entscheidet, muss es auf der anderen Seite mit dem Schwert, also womöglich auch mit Gewalt, durchsetzen. Da ist schon was dran an dem Argument, dass man natürlich irgendeine Art von Durchsetzung braucht. Ist das dann am Schluss nicht nur eine Pflicht, sondern doch ein Zwang? Nun, die bisherigen Gedankenmodelle sehen vor, dass es Bußgelder gibt, dass also die Durchsetzung dadurch erfolgt, dass derjenige, der gegen die Impfpflicht verstößt, ein Bußgeld bezahlen muss. Und ja, da könnte es theoretisch sein, dass die Nichtbezahlung eines Bußgeldes dann vielleicht irgendwann auch dazu führt, dass eine Haft ergeht, also dass dann auch unmittelbarer Zwang angewendet wird, ist selten eher unwahrscheinlich. Und könnte das jetzt ein Grund dafür sein, dass man sagt, bei der Angemessenheitsprüfung will man keine so eingreifenden Maßnahmen haben, die per Zwang durchgesetzt werden müssen? Das gilt jetzt für jegliche gesetzliche Pflicht, dass natürlich die Pflicht, sich impfen zu lassen, ein starker Eingriff ist. Denn schon die Impfung, nicht nur die Nadel, sondern auch der Impfstoff, ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und die Verpflichtung durch den Staat, wenn man davon ausgeht, dass die Menschen sich daran halten werden, ist deshalb auch ein starker Eingriff, der in dieser Abwägung bei der Verhältnis schon eine Rolle spielt. Aber die Schwierigkeit bei der Umsetzung, Schwierigkeit auch bei der organisatorischen Umsetzung, spricht für sich genommen noch nicht gegen eine Impfpflicht. Sie würde eine Rolle spielen, wenn wir sagen würden, die Impfpflicht ist so schwer umzusetzen, dass sie nicht geeignet ist, das Ziel zu erreichen. Mal angenommen, man würde ein Gebot aufsetzen, dass man nur mit seinen Händen auf der Bettdecke schlafen darf, was wirklich schwer zu kontrollieren ist, dann wird man sagen, das ist nicht geeignet, um welches Ziel auch immer man damit erzielen wollte. Aber bei der Impfpflicht wird man vermutlich einen Großteil der Menschen dahingehend kontrollieren können, ob sie geimpft sind oder nicht, weil sie einen Nachweis vorlegen müssen, auch wenn wir noch kein zentrales Impfregister haben. Dass es dabei Unschärfen gibt, dass Leute durchrutschen, die nicht kontrolliert werden oder die womöglich ohne Impfung auch kein Bußgeld bekommen, das ist nicht neu. Das haben wir auch auf der Autobahn, dass es Menschen gibt, die schneller fahren, als sie dürfen oder auch in der Innenstadt. Und deswegen sind Tempolimits nicht nutzlos, nur weil sie nicht hundertprozentig durchgesetzt werden. Die Impfung erzeugt keinen Fremdschutz und die Doppelimpfung hat kaum Wirkung bei Omikron. Auch das ist ein Argument, was häufig angeführt wird. Tatsächlich wissen wir, dass Geimpfte, insbesondere nur doppelt Geimpfte, sich genauso häufig mit Omikron anstecken können wie Ungeimpfte. Und das ist tatsächlich eine schlechte Nachricht. Also wir hätten uns eigentlich gewünscht, dass der Impfstoff unsterblich macht oder für alle Varianten gilt. Man könnte andererseits aber auch sagen, ist doch toll, dass der für den Wildtyp entwickelte Impfstoff schon für Alpha und für Delta gut funktioniert hat und jetzt bei Omikron natürlich dann nachgebessert werden muss. Wie kann man einen Impfstoff vorschreiben, der gar nicht wirkt, und zwar nicht wirkt gegen eine Infektion und auch keinen Fremdschutz auswirkt? Tatsächlich wissen wir, dass die heutigen mRNA-Impfstoffe für die Omikron-Variante nicht so besonders gut wirken, jedenfalls ohne Booster, dass ein doppelt Geimpfter beinahe so schutzlos ist vor einer Infektion wie ein Ungeimpfter. Jetzt könnte man sagen, die taugen nicht viel, wir hätten uns bessere Impfstoffe gewünscht, die unsterblich machen oder die gegen jede denkbare Variante des Viruses funktionieren. Man kann aber auch andererseits sagen, es ist doch eigentlich toll, dass der Impfstoff funktioniert, sowohl für die Variante Alpha, Beta als auch Delta und bei Omikron halt dann nicht mehr, aber das ist eine andere Diskussion. Welche Rolle spielt es, dass der heutige Impfstoff allenfalls gegen schwere Verläufe schützt, nicht aber gegen eine eigene Infektion und auch nicht dagegen, andere Leute zu infizieren? Zunächst einmal wissen wir aus der dänischen Haushaltsstudie, dass Geboosterte tatsächlich eine niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, erstens selbst sich zu infizieren und zweitens auch andere Leute zu infizieren. Sollte sich das bewahrheiten, haben wir zumindest einen gewissen Nutzen auch der bisherigen mRNA-Impfstoffe. Aber wir sehen, dass wir mit den derzeitigen Impfstoffen natürlich keine Herdenimmunität erreichen und eben auch nicht es schaffen werden, die Inzidenz zu begrenzen. Das ist klar, keiner behauptet, dass man die Omikron-Welle durch Impfungen komplett aufhalten kann, weil die Impfstoffe dafür einfach nicht gut genug sind. Und das hat jetzt bei der Prüfung wiederum Auswirkungen bei der Frage der Eignung. Kann ich mit dem Impfstoff das Ziel, was ich verfolge, erreichen? Und da kommt es eben darauf an, welches Ziel ich erreichen will. Wenn es darum geht, schwere Verläufe zu verhindern, dann sind die jetzigen Impfstoffe sehr wohl dazu geeignet. Wenn es darum geht, Intensivstationen zu belegen und zu verhindern, dann sind sie auch dazu geeignet, weil ja
die Menschen, die auch mit dem alten Impfstoff geimpft sind, seltener die Intensivstationen belegen oder verstopfen. Das andere Ziel, was wir noch hatten, nämlich die Lahmlegung der kritischen Infrastruktur, weil zu viele Leute krank werden, da kann es sein, dass die Impfung tatsächlich keinen so großen Nutzen hat, weil ja Leute, die doppelt geimpft sind, trotzdem für einige Tage ausfallen könnten. Aber sie fallen vielleicht nicht so lange aus. Insofern kann das Ziel vielleicht nicht vollständig dadurch gesichert werden. Es müssen weitere Maßnahmen hinzutreten. Wir haben also auf der Eignung ein Fragezeichen, aber jedenfalls keine komplette Nutzlosigkeit. Kommen wir also zum Ergebnis. Die Impfstoffe sind nicht so gut, wie sie sein könnten, aber sie sind immer noch geeignet, bestimmte legitime Ziele zu erreichen. Dem kann man eigentlich glauben, wenn die STIKO ihre Empfehlungen immer wieder ändert. Tut sie das? Nun, die STIKO scheint eher von der schwerverlegeren Seite zu sein, aber es gibt tatsächlich Empfehlungen vom PEI, vom Paul-Ehrlich-Institut, was wir gesehen hatten im letzten Jahr zu den Impfstoffen, was die Empfehlung betrifft, wer soll Astra bekommen, die Alten oder die Jungen, wer soll Moderna bekommen, sollen die Jungen es nicht bekommen oder sollen jetzt auf einmal sogar die Minderjährigen es bekommen. Da kann man schon den Eindruck bekommen, dass die Erkenntnisse noch sehr volatil sind, weil sich die Empfehlungen ändern. Und das muss man berücksichtigen bei der Prognose, ob die Entscheidungen und Empfehlungen, die man auf der heutigen Basis trifft, auch in Zukunft noch richtig sind. Das kennen wir bei einstweiligen Verfügungen. Und genau das wird wahrscheinlich ja auch das Erste sein, was vor Gericht landet, nämlich ein Antrag auf einstweilige Anordnung, um ein Gesetz auszusetzen. Und da wird sich das Gericht überlegen, was passiert denn, wenn ich jetzt die Impfpflicht aussetze und sie stellt sich später heraus als berechtigt. Könnte unangenehm sein, weil dann vielleicht weniger Impfungen entstanden sind. Oder was passiert, wenn ich eine Impfpflicht anordne und später stellt sich heraus, die Impfstoffe sind gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Könnte auch unangenehm sein. Diese beiden Sachen müssen dann gegeneinander abgewogen werden und das in einem Eilverfahren. Da spielt es tatsächlich eine Rolle, wie gesichert sind die Erkenntnisse, auf die wir uns stützen. Da kommt es heute nicht darauf an, wie gut AstraZeneca ist, weil AstraZeneca wird vermutlich nicht Gegenstand der Impfpflicht sein, sondern da geht es vor allem um die heute verfügbaren mRNA-Impfstoffe. In England hatte man interessanterweise gerade festgestellt, dass AstraZeneca gar nicht so schlecht ist bei Omikron, nämlich genauso oder sogar besser wirkt als bei Delta, aber insgesamt trotzdem schlechter als die mRNA-Impfstoffe. Das heißt, Astra hatte im Grunde einen Ausfall bei Delta, denn dort sind sie ja schon mal im Rennen ganz erheblich zurückgefallen. Astra hat dann also bei Omikron ein wenig aufgeholt, hat aber das Niveau der mRNA-Impfstoffe nicht erreicht. Und wenn wir schon bei volatilen Empfehlungen sind, sollten wir uns daran erinnern, dass vor einem Jahr wir noch gesagt hatten, die Älteren sollen doch bitte schön Astra nehmen und den Jüngeren den Vortritt bei den mRNA-Impfstoffen geben, die ja für die Jüngeren nicht so sehr empfohlen werden und insbesondere für die Frauen. Und später stellt sich heraus, dass die Älteren nach 4-5 Monaten bei Delta ziemlich schlecht geschützt sind und eigentlich lieber hätten mit mRNA sich impfen lassen sollen. Was ist mit dem Aspekt, dass wir nicht wissen, wie oft wir uns impfen lassen müssen? Kann es sein, dass man eine Impfpflicht installiert, wo man sich dann alle 3, 4, 5 Monate neu impfen lassen muss? Nun ja, das kann sein. Das kann das Ergebnis sein, aber das spielt natürlich eine Rolle bei der Prüfung der Angemessenheit. Wie viel kann ich den Menschen zumuten? Sollte sich beispielsweise ergeben, dass sich die Risiken oder die Beeinträchtigungen durch eine Impfung jedes Mal wiederholen, sie nicht weniger werden, dann spielt es in der Abwägung natürlich eine Rolle, ob wir von einer einmaligen Impfung sprechen oder von einer viermaligen Impfung pro Jahr. Und dann muss man dagegen abwägen, ob das Ziel, was man damit erreicht, in einem vernünftigen Verhältnis steht. Also ja, der Umstand, dass vielleicht die Impfungen nur kurzfristig wirken und man nachimpfen muss, ist unangenehm. Aber wenn es notwendig ist, um beispielsweise eine Überlastung der Intensivstation zu verhindern, dann wird es wahrscheinlich auch diesen Zweck rechtfertigen. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten es weiter mit Delta zu tun, eine Variante, wo Menschen über 80 Jahren ohne Impfschutz eine Sterblichkeit von über 15-20% haben, es sei denn, sie lassen sich tatsächlich alle 6 Monate impfen, dann ist selbst eine regelmäßige Impfung für diese Altersgruppe zumutbar. Aber ist sie dann auch zumutbar für Jüngere, die vielleicht nur eine Infection Fatality Rate von 0.5% oder 1% haben? Darüber kann man tatsächlich streiten. Da wird man genauer wissen müssen, wie wirken sich diese ständigen, regelmäßigen Impfungen tatsächlich aus und wie wirkt sich eine durchgemachte Infektion aus. Da kann mit Artikel 3 eine Altersdifferenzierung notwendig werden.
Die Durchseuchung macht doch eine Impfpflicht überflüssig, sagen manche Leute. Und das ist der Übergang zur endemischen Phase. Wenn Omikron tatsächlich in den nächsten 2 Monaten alleine die Hälfte der europäischen Bevölkerung befallen wird, wird es für die andere Hälfte wahrscheinlich auch nicht mehr so viel länger dauern, bis die angekommen sind. Wahrscheinlich wird Omikron über den Sommer hinweg mit ein bisschen Delta-Anteil mehr und mehr Leute infizieren, was dann wiederum zu Immunität führt. Wird dann die Impfpflicht überflüssig? Ja, wenn es zu einer gleichen Immunität führt. Nein, wenn sich herausstellt, was sich mit einigen Studien andeutet, dass eine durchgemachte Omikron-Infektion nicht vor Delta schützt. Das wäre echt blöde, denn vielleicht setzen einige darauf, ich setze hier auf den Schnupfen durch Omikron und habe dann damit den gleichen Schutz wie mit einer Delta-Impfung durchlebt und bin dann gegen Delta geschützt. Das sieht momentan so aus, als könnte jemand, der ungeimpft ist und sich mit Omikron jetzt in den nächsten paar Monaten infiziert, trotzdem im Winter an Delta schwer erkranken, ohne einen nennenswerten Schutz gegen schwere Verläufe zu haben. Ob das so ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber die wissenschaftlichen Studien deuten das derzeit an und dann wäre eine Impfpflicht jedenfalls nicht aus diesem Grund rechtswidrig, sondern möglicherweise sogar weiterhin gerechtfertigt. Was ist mit den Ländern, die hohe Impfquoten haben und jetzt hohe Inzidenzen? Ist das nicht der Beweis dafür, dass die Impfung nichts bringt? Nun, das ist keine juristische Frage, sondern eine tatsächliche Frage. Tatsächlich wissen wir, dass Portugal und Dänemark sehr viele Impfungen hatten, trotzdem aber schnell hohe Inzidenzen entstanden sind. Wir sehen allerdings auch, dass sie niedrige Hospitalisierungsraten haben. Jetzt kann man entweder sagen, man sieht ja, dass die Impfung gut wirkt, oder man kann sagen, es bringt nichts, sich impfen zu lassen. Richtig ist, Impfung hat uns nicht davor bewahrt und hätte uns auch nicht davor bewahrt, dass wir hohe Inzidenzen bei Omikron haben. Aber es könnte eben sein, dass wir im Gegensatz zu Dänemark den Nachteil haben werden, dass wir höhere Hospitalisierungen und schwere Verläufe haben, weil wir eben eine so hohe Impfquote, Impflücke von fast 25% der Bevölkerung haben, was uns eben von Südafrika, England und Dänemark und Portugal vor allem ganz erheblich unterscheidet. Ob das so ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen erfahren. Die Sterblichkeit von Corona-Erkrankten ist gesunken, auch aufgrund von neuen Medikamenten und von medizinischen Erkenntnissen. Man hat ein wenig gelernt und man hat neue Medikamente und jetzt könnte man sagen, das muss doch auch eine Rolle spielen, weil die ganze Sache ist nicht mehr so gefährlich. Richtig, sie ist nicht mehr so gefährlich, wie sie am Anfang der Pandemie war, wo die Sterblichkeiten pro Fall höher waren. Auf den Intensivstationen weiß man wieder etwas besser mit den Patienten umzugehen und zwar teilweise auch mit ganz herkömmlichen Mitteln und dann gibt es eben neue Medikamente zur Therapie. Dass die natürlich auch Nebenwirkungen haben können, Allergien verursachen können, ist eine andere Sache. Die Frage ist, was hat das für eine Auswirkung auf die rechtliche Bewertung? Es spielt am Schluss in die Angemessenheitsprüfung hinein. Wenn man sagt, eine Infektion ist vielleicht nicht mehr so drakonisch und schwer, dann rechtfertigt das natürlich weniger starke Eingriffe. Aber wo genau diese Grenze verläuft, ist jetzt zunächst einmal eine Frage des Gesetzgebers, ob er sagt, will ich haben oder nicht. Und dann ist die Frage, ob die Justiz dann sagt, jetzt hast du aber deinen Ermessensspielraum überschritten. Viele Sachen, die man politisch nicht für sinnvoll hält, können gleichwohl von Richtern unbeanstandet durchgehen, obwohl die Richter vielleicht sagen, das war nicht schlau, ich hätte es anders gemacht. Aber das muss uns nochmal an der Stelle vergegenwärtigt werden, dass Richter nicht die Politiker ersetzen, sondern nur die groben Fehler, wenn sie nämlich den Ermessensspielraum überschritten haben, korrigieren. Und gerade bei diesen Abwägungen führt jetzt das Vorhandensein von einer Therapie oder junges Alter dazu, dass man die Impfpflicht für diese Personen ausnimmt, ist eine Frage, die auf politischer Ebene wohl zu entscheiden ist. Nelly? Sitz. Nehmen wir nochmal ein paar Aspekte auf, die von der anderen Seite pro Impfpflicht ins Feld geführt wurden. Als ich diese Argumente auf Twitter diskutiert habe, kamen einige und sagten, Herr Jun, was ist denn mit Long-Covid? Warum sagen Sie denn nichts über Long-Covid? Nun, der eine Grund, warum ich das nicht aufnehme, ist, weil die Systematik hier so aussieht, dass man eine Maßnahme hat, die in grundgesetzliche Rechte eingreifen und dann geprüft wird, ob dieser Eingriff rechtmäßig ist. Und die Frage, welche guten politischen Gründe für eine Impfpflicht sprechen, die bearbeitet man hier bei den legitimen Zielen. Und da ist natürlich Long-Covid eines der legitimen Ziele, dass man Menschen vor schweren Verläufen schützt. Welche Rolle spielt das in unserer Prüfung? Nun, es spielt insofern eine Rolle, weil Long-Covid etwas ist, was auch Menschen mit mildem oder harmlosen Verlauf erleiden können. Also man darf nicht allein auf die Hospitalisierung schauen, sondern muss auch mit berücksichtigen, dass
ungeimpfte Personen, die sich infizieren, mit einer verhältnismäßig hohen Wahrscheinlichkeit Spätfolgen durch Long-Covid haben werden. Und das kann man wiederum abwägen zu den Folgen einer Impfung, wobei es geht bei der Abwägung auf der Grundrechtsebene gar nicht so sehr um diese medizinische Abwägung, was ist jetzt eigentlich besser, die Impfung oder die Erkrankung, sondern darf sich der Bürger entscheiden, welches Risiko er einnimmt für sich. Und wir hatten eine ähnliche Diskussion vor 40 Jahren, 50 Jahren bei der Gurtpflicht, wo man sich gefragt hat, muss ich mir vorschreiben lassen, dass ich mich im Auto sichere oder kann ich nicht selbst eigenverantwortlich mich gegen das Anschnallen entscheiden. Damals wurde auch viel darüber diskutiert, ob es nicht Konstellationen gibt, wo ein Gurt sogar schädlich ist, wo es besser wäre, einfach im großen Bogen durch die Windschutzscheibe zu fliegen und weich in den Büschen zu landen oder die Konstellation, wo man durch ein schnelles Wegducken in den Beifahrerfußraum sich davor schützt, mit dem Oberkörper getroffen zu werden. Diese Konstellationen sind ziemlich selten, noch seltener die Variante, vor der viele Leute Angst hatten, dass man aufgrund des Sicherheitsgurtes bei dem im Wasser versinkenden Auto sich nicht befreien kann. Und auch da haben wir die Abwägung, wen schütze ich eigentlich, was ist das legitime Ziel, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren, ist auf dieser individuellen Ebene, nämlich die Todesfälle, schweren Verletzungen zu vermindern. Es ging bei der Gurtpflicht nicht so sehr, die Notfallambulanzen oder Intensivstationen vor einer Überlastung zu schützen. Man konnte zwar diskutieren, es ist nicht schön anzusehen für die Rettungssanitäter, wenn sie die Menschen in den Verkehrsunfällen dann sehen, aber das ist kein so starkes Argument für ein legitimes Ziel. Hier ging es tatsächlich darum, um den individuellen Schutz des anzuschnallenden Fahrers. Und dort hatte man in der Abwägung dann festgestellt, nun ja, die Gurtpflicht ist geeignet, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Sie ist auch erforderlich, weil Airbags es alleine nicht schaffen. Die gab es damals auch zunächst nicht. Und es ist auch angemessen, weil der Gurt natürlich eine verhältnismäßig geringe Einwirkung für den Autofahrer bedeutet. Da gab es da viele Leute, die sagen, es führt zu unzumutbaren Belästigungen. Meine Kleidung wird zerknittert, meine Frisur oder mein Busen wird plattgedrückt. Insgesamt kam man aber dazu, das ist nicht so schlimm im Verhältnis zu dem legitimen Ziel. Und wenn man jetzt Gurtpflicht vergleicht mit Impfpflicht, wird man sagen müssen, ja, die Impfpflicht ist dann doch ein etwas stärkerer Eingriff in die Freiheitsrechte als die Gurtpflicht. Insgesamt kommen wir zu dem Ergebnis, dass es legitime Zwecke gibt. Es gibt einige, die auf jeden Fall eine Impfpflicht, und zwar auch eine allgemeine Impfpflicht, rechtfertigen würden. Nämlich dann, wenn wir ernsthaft zu befürchten haben, dass die Gesundheitssysteme überlastet werden könnten. Es gibt andere legitime Ziele, nämlich der Schutz vor schweren Verläufen und Tod, wo man genauer betrachten muss, wen betrifft es und wie konkret ist diese Gefahr in der jeweiligen Situation der Pandemie, wo es tatsächlich dazu führen kann, dass bei der Angemessenheitsprüfung eine Verhältnismäßigkeit vielleicht nicht mehr gegeben ist, zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Fazit bedeutet also, man könnte, wenn wir es nicht schaffen, für Omikron rechtzeitig eine Impfpflicht zu installieren, darauf angewiesen sein, eine Impfpflicht mit sehr, sehr vielen Ausnahmen vorzusehen. Ausnahmen zum Beispiel für Bevölkerungsgruppen, Ausnahmen für Leute, die besonders stark betroffen sind von einer Impfpflicht, also die Angst vor Impfungen haben oder aus medizinischen, psychologischen Gründen sich nicht impfen lassen können. Auch das könnte eventuell berücksichtigt werden. Und dann kommt man zu dem Punkt, ob es nicht Alternativen zur Impfpflicht gibt, die das legitime Ziel auf andere Weise genauso gut erreichen. Die kanadische Provinz Quebec hat jetzt gerade entschlossen, dass man einen Zusatzbeitrag fürs Gesundheitswesen von Ungeimpften erhebt. Und das könnte im Grunde genommen die gleiche Steuerungswirkung haben wie eine Impfpflicht und könnte auch sofort einsetzen, weil die Leute vielleicht sofort Geld sparen möchten und sich dann impfen lassen. Und es hätte weniger Einfluss und Eingriffstiefe für diese Grundrechte. Insofern wäre das tatsächlich eine alternative Möglichkeit, wenn man nicht die allgemeine Impfpflicht installieren wollte. Die Frage der Zulässigkeit wird man auch dann nochmal diskutieren, wenn man das ernsthaft betrachtet. Aber ich kann vorwegnehmen, wir haben andere Grundrechte, die davon betroffen wären. Es wäre wahrscheinlich leichter durchzusetzen. Jetzt hoffe ich, dass wir in der Diskussion sinnvolle Vorschläge auf den Tisch bekommen und werden dann natürlich mit diesem Schema uns näher anschauen, was die dabei taugen. In diesem Sinne, bleibt gesund, kommt gut durch diese aktuelle Welle und trotz verminderter Wirksamkeit ist meine Empfehlung tatsächlich, lasst euch impfen.